Nach Jahren auf dem zweiten Platz stehen die Chancen auf eine Machtübernahme im Saarland für Anke Rehlinger plötzlich gut. Gut eine Woche vor der Landtagswahl sehen Umfragen die SPD von Spitzenkandidatin Rehlinger weiterhin deutlich vor der CDU von Ministerpräsident Tobias Hans. Die Sozialdemokraten würden damit im Saarland erstmals seit 1999 wieder in die Staatskanzlei einziehen. Wer im Endeffekt das Rennen macht, wichtig ist nur, dass die kommende Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident klar beim Bekenntnis bleibt für den Industriestandort Saarland. Wir sind ein Land im Umbruch. Wir haben Industrien, die es schwer haben, die Stahlindustrie, die Autozulieferindustrie. Und wir brauchen wirklich eine dynamische Regierung für die Transformation. Also wir brauchen neue Ideen. Wir brauchen auch neue Industrien und neue Arbeitsplätze. Ich wünsche mir konkret, dass die Politik im Saarland viel mehr für die Umwelt macht, dass das Geld da ist, auch für die Gesundheit, für Soziales und für Frieden auch, dass man da viel mehr investiert. Das vermisse ich. Bei einer Kundgebung in Neunkirchen bekommt Rehlinger Unterstützung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Großes Thema ist auch hier der Krieg in der Ukraine und der damit verbundene Wandel hin zu erneuerbaren Energien. Wir müssen uns aus den Abhängigkeiten befreien, die wir haben, den Abhängigkeiten, die entstanden sind, durch die Notwendigkeit zu importieren, fossile Ressourcen, Kohle, Öl und Gas. Das Gas gehört Putin, aber Wind und Sonne, meine sehr verehrten Damen und Herren, das gehört uns allen. Und deshalb ist das die Energiequelle der Zukunft, die wir nutzbar machen müssen. Derzeit regiert im Saarland die CDU in einer Koalition mit der SPD. Rehlinger ist Wirtschaftsministerin und Vize-Regierungschefin. Grüne und FDP sind nicht im Landesparlament vertreten.